Willkommen zu einer weiteren Filler-Folge zu Let's Play World of Tanks. Diesmal zusammen mit dem Zufallsnoob. Hallo Zufallsnoob. Moin. Wir haben vorhin jetzt etliche Folgen noch von GTA gemacht. Gut, heute nicht. Da heute haben wir nur ein bisschen was gemacht gehabt in Form von Geld. Aber was haben wir da gelacht gehabt, ey. Na gut. Ich hab ein neues Spielzeug. Und zwar den Typ 4 schwer. Und mit dem wollte ich jetzt anfangen. Ich hoffe, du hast auch einen 9er Panzer. Dezent. Dezent. Ja, passt. Perfekt. Nö. Und ja, das wollte ich euch mal zeigen. Ich hab den natürlich schon komplett ausgebaut gehabt. Und dann würde ich mal sagen, zeigen wir den mal auf dem Schlachtfeld. Der hat einen entschiedenen Vorteil. Wenn es dann gut läuft. Entweder prallt alles ab. Oder kommt alles durch? Je nachdem, wer den WG-Buff hat. Ich glaube, mit dem WG-Buff kannst du was anfangen, oder? Nö. Gar nicht? Ne, nie gehört. Naja, ich hab mich mal mit wem war das nochmal? Ich glaube, Sankey oder so wartete. Sankey, ja. Der, oder irgendjemand anders, ich weiß es nicht genau, bin mir also nicht sicher. Der hat mal gesagt, ihr habt das quasi fast vordefiniert. Wer in das Duty-Team kommt und wer in ein schlechtes Team kommt. Und da in der Regel bei Zufallseffekten du eigentlich immer nur bei 50% Win-Chance sein sollst, kannst du ja dir selber denken. Ja, ja, ich weiß. Dann kommst du dann auch mal gerne ins schlechte Team und dann ist sowieso Schicht. Wir fahren nicht in die Stadt. Nö, in die Stadt fahre ich nicht. Ich stelle mich hier schön an den Sniper-Hügel und dann rast das. Jo. Denk dran, Arti. Ja, ich stelle mich hier hinter das Gebäude am besten. Dann halte ich die Stadt ein bisschen im Auge. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich gleich Arti fressen werde. Ja. Ja, das ist Jagdtiger immer. Also. Ach, hör bloß auf. Das ist allgemein Jagdpanzer. Langsame Jagdpanzer, Arti Ziel Nummer 1. Ja, Typ 4 schwer ist da ähnlich gehalten. Mit dem bist du auch schnell im Mode. Das hat mir nämlich Ben Gunn erklärt gehabt. Ja, auf den halte ich denn auch immer. Als allererstes, wenn ich ihn sehe. Wenn ich Arti spiele. Echt? Ja, bei dem, vor allem bei ihm, lade ich immer AP. Weil dann warte ich immer schön, bis er irgendwie quer steht, sodass ich ihn schön in eine Seite reintreffe und dann gibt es eine 1400er Schelle. Ist aber bei den Tortoise ja fast das gleiche. Okay, Tortoise ist ja ein bisschen wendiger, aber nicht unbedingt schneller. Ja, aber Tortoise hat nee, von der Seite nicht so eine große Angriffsfläche. Hm. Oh, guck mal, was ist mit dem M41-9 GF los? Ach, der hat schon verloren. Mhm. Vor allem, er steht einfach mal 13er für die Gegner. Fragen wir mal. Ui, ich muss mich mal umpositionieren. Guck mal, was da kommt. Kommen alle über die Seite, also über die Nullerlinie. Ja, da muss ich dann mal rinheizen. Ich sehe das, ich sehe das. Ich habe ja quasi auch schon die bessere Kanone. Aber die hat eine Ladezeit von 16,71 Sekunden und das ist echt, echt lange. Dann wollen wir mal gucken, vielleicht mache ich genug irgendwo Schaden. So, den Skoda konnte ich eben beendet drücken. Ich glaube, meine Arti, die ich jetzt hier links neben mir habe, die wird gleich vernichtet. Aber den hier kann ich immer inne verticken. Oh, habe ich auch eine verpasst, ist auch nur noch ein One-Shot. Ja. Ich lasse nur One-Shots übrig. Davon habe ich aber auch nicht viel. Ich hab ja auch einen Schadensdrücker. Oh, guck mal, die M50 hat herausgefunden, wo ich bin. Ja, und ich habe hier 1375 bei mir am Arsch. Und sofort ist mein Munitionslager kaputt. Sehr geil. Ja, wo stelle ich mich jetzt am blödesten hin?
Ich merke gerade, dass ich hier komplett, dass unsere Bad-Chat sich einfach mal, dass sie einfach mal Schiss von 50-100 hat. Und ich bin gleich tot. Ja, die Fest ist sowieso gelaufen. Ich hab wahrscheinlich die letzte Male zu oft gewonnen. Und tot. Ich hab letzten Male zu oft gewonnen. Ich hätte wahrscheinlich mal so eine Folge aufnehmen sollen, wo ich dann halt mal eine Jute-Runde habe. Das kannst du aber komplett vergessen eigentlich. Ja, aber genau dann nimmst du halt nicht auf, weil du damit nicht rechnest. So, ich stelle mir mal hier hin. Ich hoffe, der Badge passt so ein bisschen auf. Vielleicht könnte ich ja noch ein bisschen was reißen. Ich habe jetzt bis jetzt nur 700 Schaden gemacht. Das ist natürlich echt wenig. 1200, das ist auch zu wenig. Verdammt! Ich dachte, ich krieg den Badge. Natürlich. Und oh! Fast! Vielleicht noch eine halbe Sekunde und ich hätte noch wenigstens den Skoda weggekriegt. Auch nur fast. Aber nur fast. Gut, machen wir gleich nochmal eine Runde. War, hat ja bloß 6 Minuten gedauert hier. Was? Ach, ich hab hier noch Kreditpunkte, um nachzufüllen. Na super. Hab ich denn so viel Minus gemacht? Ja. Ja, stimmt. Also, die Kanone war quasi das letzte, was ich mir gekauft habe. Und. Ja, jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr für die Munitionnachfüllung und für. Ein Teil hier. Ich würde mal sagen. Ich habe immer einen Puffer von 12 Millionen. Immer. Wenn das unter 12 Millionen irgendwie ist, dann fahre ich so lange meinen Geldpanzer, bis ich wieder meine 12 Millionen habe. Ja, das hätte ich vielleicht beim Feuer machen sollen. Na gut. Ja. So, ich fahre mal einen etwas niedrigeren. Ich habe aber meine Durchschlagskraft. Willst du das riskieren, ja? Hallo, ich habe mit AP selbst auf 500 Metern noch über 300 Durchschlagskraft. Vielleicht riskiere ich es jetzt auch mal so. Vielleicht hast du denn die Luten Scout. Und wir kommen vielleicht hin. Okay, ich hätte den anderen nehmen sollen. Ach du Scheiße! Ich wollte gerade sagen. Deswegen, mich juckt es nicht. Na gut, dann sieht man mal wieder einen Typ 59. Ist auch okay. Ich werde mich so mittig mal ein bisschen rumcruisen lassen, ja? Ich weiß jetzt schon, dass du sterben wirst. Ich weiß. Aber ich habe wenigstens aufgeklärt. Und das nicht spät. Was sagt das? Wieso nicht spät? Was willst du mir damit sagen? Dass du früh sterben wirst. Ja, aber warum? Ich hab so im Urin. Na, danach darfst du nicht gehen. Oh. Wäre es ein Bauchgefühl, würde ich sagen, gut, okay, dann sollte ich vielleicht aufpassen. Kommt auch selber hinaus. Bauchgefühl und ich hab so im Urin, das ist so ziemlich das. Ja, ich weiß, das ist eine Redewendung für, du hast da so ein Gefühl. Ich glaube es, sagen wir es mal so. Kann auch sein, dass ich mich irre. Oh, jetzt machst du einen Rückzieher. Nee, das ist ja kein Rückzieher. Ich glaube, dass du früh sterben wirst. Aber wenn ich mich nicht irre, dann ist es halt so. Wahrscheinlich werde ich einer der letzten 5 sein, die draufgehen. Glaube ich nicht. Wenn überhaupt, kann ja sein, dass wir hier mal eine Jute-Runde haben. Ja, wenn überhaupt. Ich glaube, der AMX, der muss nochmal aufgeklärt werden. Ich riskiere jetzt mal. Da ist ein E100. Jetzt wurde ich aufgeklärt. Zum Glück habe ich ja Lampe. Ich habe ja 4 oder 5 Fähigkeiten auf der Crew.
Wie sieht's denn bei dir da hinten aus? Ich habe einen schönen 113er. Die Frage ist, kommt dir klar? Noch ja. Noch ja. Okay, die haben schon mal eine Badget verloren. Ich weiß, das hat natürlich noch nichts zu bedeuten. Dafür haben wir einen 1375 verloren. Das ist nur eine Frage der Zeit, dass sie hier verkacken. Vielleicht sollte ich sie mal aus der Fassung bringen. Was macht denn der IS-7 hier auf der Walachei? Ich bin tot. Ja, keine Chance. Das Ding ist einfach, es hocken wirklich 1, 2, 3, 4, 5. Wir waren das mit 5, 6 Panzern, ne? Mhm. Wir müssen uns von 2 Panzern da aufhalten, auf Deutsch gesagt. Ich muss wissen, wo der Rest ist. Ja, genau, fahr mir noch in die Spur, Mensch. Ich wollte gerade ausweichen. Du meine Güte, wo hat der bloß fahren gelernt? Das ist WOT. Ja. Oh. Zeig mich mal kurz aufhalten lassen. Der Panzer ist eigentlich recht gut zum Flankieren. Aber ich muss erstmal eine richtige Stelle finden zum Flankieren. Muss mal gucken, wo ich jetzt mich durchschlängeln kann. In der Stadt sieht es jetzt weniger gut aus, natürlich. Ja, aber da frage ich mich, wieso unser Team da nicht pusht. Es sind so viele Mates. Vor allem starke Mates. Plus ein T30. Und der D3. Ach, jetzt zeigt Mist ihr baut. Jetzt zeigt total Mist ihr baut. Ja. Hätte mir auch gleich denken können, dass da eine Grille ist. Ja, da hinten ist es so, ja. Wird mir gerade angezeigt. Ich hätte den Berg nicht hochfahren sollen. Lustige ist, unser T30, Stufe 9er TD, der 700, 800 Damage macht, hat jetzt nur noch 76 Life. Ist schon Low Life. Na gut, der kann aber natürlich immer schlecht laufen. Ja, aber der Turmpanzerung ohne Ende. Ihr sagt's. Kommt drauf an, wer den WG-Buff hat. Aber das war für mich definitiv mein letztes Match. Jetzt? Heute? Die Folge ist noch nicht vorbei. Lass uns noch ein einziges machen mit den Stufe 9ern. Dann entlasse ich dich auch. Nee, tut mir leid, mir. Oh! Okay, nee, hat sich sowieso geklärt. Verbindung unterbrochen. Ja. Alles klar. Gut. Na, weiß ich Bescheid. Folge ist vorbei. Diesmal ein bisschen kürzer. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!